Hallo und herzlich willkommen zu Guck mal dahin. Heute geht es um die FedCon, die größte Science-Fiction-Convention in Europa, die Anfang dieses Monats zum 21. Mal stattgefunden hat. Hä, denkt ihr euch? Kann er nicht zählen? Doch, kann er. Die Nummer 13 ist nämlich ausgelassen worden und deshalb ist es die FedCon 22. Nach Augsburg, München, Bonn und einem Ausflug nach Fulda fand das Event nun zum dritten Mal im Maritimhotel am Düsseldorfer Flughafen statt. Hier gibt es genug Platz für die über 6000 Besucher und Aussteller. Zusätzlich zu den Frage- und Antwortstunden der Stars bietet die FedCon noch Vorträge, Buchlesungen, Workshops, Händlerräume, Kostümwettbewerb und vieles mehr. Über all das hinaus sind es die kostümierten Fans, die das Event eindrucksvoll bereichern. Viele von ihnen basteln, schrauben und nähen das ganze Jahr über an aufwendigen Kostümen, die ihren professionellen Vorbildern in nichts nachstehen. Manchmal sind es auch Eigenkreationen, bei denen der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Von Außenstehenden werden die Teilnehmer solcher Veranstaltungen oft belächelt. Ihnen haftet das Klischee des weltfremden Sonderlings an, für den die Inhalte seiner Lieblingsserien realer sind als das wahre Leben. Mal ganz ehrlich, wer Sonderlinge sucht, wird sie überall finden. Sei es auf dem Fußballplatz, in der Kleingartenanlage, beim Golf oder auf der Arbeit. Doch selten sind mir so viele aufgeschlossene, kreative und lebensfrohe Menschen begegnet wie auf der FedCon. Sie haben alle eins gemeinsam, den Spaß an ihrem Hobby. Die oft beschriebene Rivalität zwischen verschiedenen Fangruppen ist mir nicht begegnet. Und hier bekommt auch niemand was auf die Mütze, weil er die falschen Farben trägt. Im Gegenteil. Hier passt irgendwie alles zusammen, egal welchem Teil des Ruhrgebiets oder der Galaxis man entstammt. Und selbst ich, der die Veranstaltung seit 1996 besucht, kann auch überrascht werden. Zum Beispiel durch eine seltsame Begegnung auf dem nächtlichen Fußweg vom Veranstaltungshotel zur Unterkunft. So, das war der erste Teil meines Berichts über die FedCon. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch einfach diesen Kanal, da gibt es in Kürze nämlich noch mehr zu sehen. Und bis dahin, habt Spaß und lasst euch nicht unterkriegen.